Hey Leutchen, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Machen noch ein bisschen hier Rennen und so ein Scheiß. Okay, wir starten wieder am Tag und mal gucken, was wir so machen können. Wir schauen mal auf die Karte. Prinzipiell brauchen wir ganz viel Erfahrungspunkte und ich sag so viel, ich mag das überhaupt nicht. Genau, wir brauchen Erfahrungspunkte. Wir könnten das jetzt machen. Könnten wir jetzt machen, total. Alternativ. Haben wir noch was? Der ist da oben. Weil wenn wir da jetzt ein bisschen Nacht fahren und ein bisschen rumfahren und ein bisschen dies, ein bisschen Kackscheiß machen, dann ist das alles ganz gut und ganz schick. Aber wenn wir denn das machen, dann ist das alles wieder für die Katzen, bringt uns nichts. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Treue 180. Machen wir erstmal wieder das Rennen und gehen dann wieder ein bisschen in den Nachtmodus und flippen da wieder einen Tick aus und ja, es geht uns noch ein bisschen auf. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. So. Hey, diesmal habe ich was anderes für dich. Komm nach Rockville und versuch dich an ein paar Haarnadelkurven. Ajo, machen wir. Meiler. Autsch, autsch, autsch. Da oben ist ein Spray, das werden wir glaube ich mal mitnehmen, oder das ist unten drunter. Ich hoffe nicht. Es sieht so aus, als ob das, wo wir langfahren, eine Brücke ist. Ah. Ja, unten drunter sein. Schade. Wir versuchen mal das Ding hier zu machen. Ich hoffe, ich erwische es. Ich sehe es nämlich überhaupt nicht. Wow. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir könnten auch hier weiterfahren. Oh, Flamingo in der Nähe. Na gut, komm, das hier ist nicht so lang. Dann fahren wir hier nochmal zurück. Fahren dann lieber da auf der Straße lang, weil es besser funktioniert. Hey Lukas, wie geht's dir? Besser, nur meine Rippen tun noch weh. Dieser Mercer kann nicht zuschlagen. Du hast ihn wohl ziemlich verärgert. Schon möglich, da fällt mir ein, neben der Tür lagen noch Schmerztabletten. Hast du die zufällig eingesteckt? Nein. Hat einer sie vielleicht? Sie meinte, sie hätte sie nicht gesehen. Jetzt schon dich erstmal. Das hast du verdient. Ja. Ja, vielleicht mache ich das. Wir sehen uns später. Kann ich nach oben gucken? Ach, da ist er schon. So, weil wir noch Pickpack 4 in der Nacht machen möchten, gebe ich mir jetzt ein bisschen Mühe und beeile mich, dass wir schnell fertig werden. So, da können wir nämlich hier noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Das wird wieder ein bisschen charmanter, einfacher. Ich überlege, ob wir dann auch wieder so einen Teil machen. Ich weiß immer noch nicht, ob wir das gewonnen haben beim letzten Mal oder nicht. Das hier dran. Wir haben was bekommen. Und da dachte ich, dass wir es doch gewonnen haben können. Aber ich bin mir nicht sicher. Waren echt viele Fahrfehler drin. Noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Naja. Oh, okay, das war jetzt noch ein bisschen überraschend. Fährt ein älteres Modell als wir? Da haben wir das ältere Modell. Ich kenne mich nicht aus bei den Autos. So bei diesen jetzt. Aber ich glaube, wir haben hier schon die neuesten Scheiß. Mach dich weg! Blöder Porsche-Fahrer. Du bist da, wo du sein sollst. Jetzt bleib auch da. Ich
bisschen ungünstig, dass ich so viel durch den Dreck fahre. Hilft nicht wirklich, ist nicht förderlich für die Geschwindigkeit. Es sieht gut aus. Kämpf dich jetzt nach vorne. Das sagt er immer und da bin ich an erster Stelle, also wenn er das sagt, das ist ein bisschen nervig. Da bin ich ganz vorne und sagt er, kämpf dich vor. Ich bin vorne, halt die Fresse. Sechster. So, zweite Runde. Hoffe, dass ich charmant durch die zweite kommen werde. Ja, kann man so machen. Hoffe, dass ich keine Fehler mache. Wie das zum Beispiel. Schön durchs Grüne fahre. Autsch. Oder das, mich verbremsen, mache ich auch öfters mal. So, das wieder schön lang gerade. Verzerrtes Weltbild, der ist ziemlich weit hinten. Das finde ich dann immer so, ja, ein bisschen nervig, dass das, was der sagt, überhaupt nicht zu dem passt, was geschieht. Okay, das passt jetzt wieder, das hat er mitbekommen. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber ich glaube, das Ding kann man in den Sack. Oh, ich freue mich so. Haben wahrscheinlich gewonnen. Ja. Sehr gut. Wenn du noch eine für mich testest, besorge ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Oh, ich dachte, das kriegen wir schon eher, aber okay. $45.000, das ist gut. Der ist letzter. Nicht mal knapp letzter. Sondern richtig toll letzter. Sehr schön. Okay, wir haben fast 700.000. Hier möchte ich nicht hin, sondern wir schauen mal, was wir in der Nacht machen können. Hier ist ein bisschen was Neues. Fangen wir damit an. Ich kann den Text überhaupt nicht, hat man glaube ich ein bisschen gemerkt. Autsch. Warum ich das so mache, hätte ich auch anders damit fahren können. Oh mein Gott.
So, einmal kurz hier hingestellt. Die Karte aufgerufen, auf den linken Stick nach drin gedrückt und schwupps, da ist die Nacht. Und, oh, 300. Das könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Na gut, was soll's. Bringt doch ordentlich viele Erfahrungspunkte und die brauchen wir ja, damit wir schön ordentlich aufsteigen. Wäre schick, wenn wir auch da wieder ein bisschen was kriegen, damit wir da, naja. Damit wir hier Sprint und damit wir hier halt ja, Erfahrungspunkte kriegen, 27.000. Sollte vielleicht reichen, dass wir dann Stufe 31 sind. Das ist ja schon mal ein guter Anfang in die Nacht hinein. Mit der Hoffnung, dass wir dort noch ein paar Punkte kriegen, vielleicht noch eine Stufe mehr aufsteigen. Ein ganz großes Vorteil von da, dass wir so viel Geld haben und echt wenig brauchen, ist, dass wir die Autos haben. Wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre das nicht so charmant machbar. Denn ich habe mir gefühlt ein Auto gekauft, das auch ja falsch gekauft. Und die anderen, die wir haben, die hatten wir alle schon vorher. Und das ist ganz gut. Scheiße. Die hatten wir alle schon vorher und das ist gut. Ja, okay, komm weiter. Beach. Oh, Gottes Willen. Ein Racer. Wir haben einen Racer. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber wir sind schon längst weg und da sagen die das noch immer. Das nervt ein bisschen. Können wir uns nicht vielleicht auch sparen, aber wir möchten nicht meckern. Weil wir einfach mal so gut sind. Ah, ich hatte keine Wahl. Ui. Alternative Wahl wäre gewesen, voll in die Autos rein. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ah, wieder Polizei. Ah, klein. Oh, Hilfe. Wieder eine Polizei. Und da ist das Ziel. Und da sind wir entkommen. So, wir gucken gleich mal, wo wir sind. Und im Vergleich zu dem, was wir gerade eben gemacht haben, gibt es ja hier boah, wenig Punkte. Also wie ihr seht, ein bisschen mehr Herausforderungen, da gibt es auch ein bisschen mehr Punkte. Wir fahren mal irgendwie hier lang. Haben wir Stufe 32, sehr schön. Und gleich die Stufe 2 behalten, erhalten, auch toll. Wow. Na, guck, Papa da. Wo ist das Rennen? Ah, da unten. Das wird jetzt ein bisschen entspannter werden. Wobei das jetzt gerade auch nicht schwierig war, aber egal. Ah, das war die Mitte, war doof.
Hallo Polizei. Wir versuchen es mal. Mal gucken. Oh. Aber ich bin da schon weg, kann man ja sagen. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Level eigentlich geht. Also 4 war schon, das hatten wir mal am höchsten. Weiter war man noch nicht. Da hatte ich dann Angst. Ich wollte, ich glaube, wir haben da einen Teil gewonnen. Das wollte ich wegschaffen, damit ich es nicht verliere. Ansonsten hätten wir, glaube ich, die Nacht noch ein Rennen gemacht. Und deswegen habe ich das da an der Stelle abgebrochen. Okay, gleich kommt wieder die Polizei. Okay, übrigens, okay, doch nicht. Nein, er ist dumm. Er lernt nicht dazu. Ach, hör doch auf. Wir wurden insgesamt, ich weiß nicht, ob ihr so, ja, mir so fleißig dabei zugeschaut habt, 2-mal erwischt. Ich habe aber da hart gekämpft, das Auto war kaputt. Beide Male, glaube ich. Noch 500 Meter und da ist die Ziel- und die Linie. Wobei ich jetzt mal schnell wegfahren sollte, dass da hinten wieder die Polizei kommt. Das möchten wir natürlich nicht. Wir schauen mal eben nach. Ui. Nein! Ja, das kannst du echt sagen, Schwachkopf. Rechts, links, rechts, links. Baby, okay. Oh, Hochleistungsverstärkung. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Nein, ich hoffe nicht, dass die uns bekommen. Ich möchte sie immer noch bei 2 belassen. Gut, jetzt haben wir was Gerades und da kann ich einfach nur Gas geben und geradeaus fahren, das kriege ich hin. Hoffe ich. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Okay. 300. Gefühlt so ähnlicher Schwierigkeitsgrad, wie wir gerade eben hatten. Wir können ja mal schauen. Ist denn da so ein Heat-Scheiß da? Machen wir das nochmal? Ach komm, wir lieben ein bisschen die Herausforderung und jetzt haben wir gerade einmal. Läuft gerade ganz gut. Ich weiß nicht, wie sind wir von der Zeit? Ja, passt auch noch. Wir hätten noch ein bisschen Zeit für eine längere Verfolgungsjagd. Muss natürlich nicht sein. Aber wir können das Rennen mal versuchen und hoffe, dass es einigermaßen klappt. Von der Fahrzeugstand.
Was soll ich gerade sagen? Also der Fahrzeugzustoß. Wo fahre ich jetzt lang? Okay. Das sieht auch noch ganz gut aus. Wir haben da noch. Was? Ah, 5. Okay, dann können wir uns den Weg eigentlich sparen. Dann machen wir stattdessen das hier. Wobei, das ist auch wieder ein bisschen nackig. Okay, also so viel, das wird auch noch schwerer, wie wir sehen. Nicht immer 3. Da haben wir das tatsächlich gewonnen. Zum Glück haben wir drauf geschaut. Ich habe erstmal überhaupt nicht gecheckt. So, da vorne ist das Rennen. Wir haben original 0 Punkte erreicht. 20 hätten schon gereicht. 1000. Bremst du? Muss ich veralbern? So, jetzt aber. Dum, 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 dum. Müssen ja auch bald ordentlich viel fahren, damit sie das dann unter richtig viele Punkte kriegen. Wir haben jetzt schon 3 teilweise schnell erfahren, aber 5 mag vielleicht auch noch gehen, aber dann nach 5 kommt ein 6 und das, ja, dauert dann bestimmt auch noch bei. Und 7 und 8 und 10 und verbremst, weil es rutschig. Autsch! Unhöflich. LKW? So, Mist. So strömende Regen liegt mir gerade überhaupt nicht. Vielleicht auch ein Tick spät, wer weiß. So, echt jetzt? Echt jetzt? Kommt jetzt, hört auf. Macht mich nicht unglücklich. So, hast du verdient, Blöder. Da, raus aus den Bergen und schon wieder ist es trocken. Oder trocken, es regnet nicht mehr. Das ist sehr gut, da freue ich mich riesig. Ja, ich freue mich halt. Ist jetzt nicht so überschwänglich viel, aber so ein kleines bisschen. Wo sind wir? Bei 70%? Und da vorne ist die Polizei, die nach Aufmerksamkeit sucht. Hör mich schreit. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Dass der schon da oben war. Zack, kaputt gefahren. 500 Meter. Waren wir hier schon mal? So. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Haben wir das schon mal gemacht? Das haben wir schon mal gemacht. Es ist neu, bringt nicht so viel Punkte, aber egal. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Zum Glück kommt keiner die Polizei mit, das ist schön. Finde ich gut.
Wir könnten driften, aber nicht mit dem Fahrzeug. Und dann machen wir nochmal das Rennen. Das lief eigentlich ganz gut. Und 15.000 Punkte, das wäre auch traumhaft. Träumchen, wenn wir das machen könnten. Oder nochmal gewinnen würden. Machen wir das noch einmal, aber ist ja auch langweilig, wenn wir die gleichen Rennen machen. Ach komm, wir machen es nochmal. Das hat echt gut funktioniert. Hätte echt mal Bock, so einen Golf zu machen. Mal gucken, wie weit der kommt. Aber ich habe Angst, dass ich mir irgendein Auto kaufe und das mit in dem Bereich, wo wir jetzt uns bewegen, nicht mehr mithalten kann. Das wäre ja echt schade. Ich glaube, da ungefähr hatten wir auch das letzte Mal den kleinen Kerl. Wir hoffen, dass er auch am Ende hinter uns ist. So dass es, ja, dass wir es ganz entspannt gewinnen. Ui. Wow. Wo ist noch? Okay. Ah, ich habe unsere flüchtige Zielperson wiedergefunden. Auf diesmal lassen wir sie hoffentlich nicht entkommen. Na. Ich habe den Wagen wiedergefunden. Lass ihn jetzt bloß nicht nochmal entwischen. Ah, da ist er. Warum parkt man sich denn so hin? Da muss man erst ausparken. Da kann man doch überhaupt nicht schnell genug davonfahren oder hinterherfahren. Das ist doch auch total schwachsinnig. Sind wir jetzt durchgefahren? Ich glaube, das war ganz gut. Schön. Die sind wir erstmal kurz losgeworden. Ah, da vorne ist nochmal neue Polizei. Wir können ja langsam machen, aber wir sind gerade ein Rennen und dann macht es das sehr ungünstig, einfach mal zu bremsen. Oh, Nase juckt ein Tick. Kann gerade nicht kratzen. Wie gemein ist das denn? Autsch, Hilfe, Hilfe, das war doof. Okay, geht noch. Warum er sich schon eher mit Licht anfährt? Ah, die haben wir kurz davor gemacht. Ach, keine Ahnung, warum die gemacht haben. Ich höre gerade den Polizeifunk ab und glaub mir, da draußen wird's heftig. Verstehe ich nicht, warum wir machen das so, wir fahren da echt ganz gut durch. Warum die denn das immer auch so gut hinkriegen? Ja, da fahren wir doch aber nicht lang. So, okay, wir haben Level 34 erreicht. Ich weiß gar nicht, was fehlt. 37. Was haben wir denn hier von Rennen? Das liegt bis jetzt alles ganz gut. Wo ich jetzt aber, weiß nicht, jetzt lässt gerade ein bisschen der Übermut durchblicken. Weil es gerade so gut läuft. Wobei, wir lassen uns mal hier an der Werkstatt nochmal ganz machen. Und machen da nochmal das eine Rennen. Sieht aus, als hättet ihr die Zielperson verloren. Ich blase die Verfolgung ab. Ist das euer Ernst? Wir lassen den Wagen einfach entkommen? Bis ohne Scheiße bin ich nicht zur Polizei gegangen.
Da musst du halt besser sein. Die hat gleich genervt. So, da sind wir wieder. Und ja, machen das nochmal. Hoffentlich klappt das auch so gut. Genau aus dem Weg, wenn ich komme. An die Seite. Ich finde das echt sehr gut. Das Auto ist echt Hammer. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier in der Scheiße, wie weit das jetzt hier in der Realität dran ist, aber ui, Hammer. Ja, wenn du nicht so fahren würdest, dann wärst du ein Tick schneller. Aber egal, mach nur. Sollen wir recht sein oder uns recht sein, dann können wir nämlich da einfacher vorbeifahren. Ui, Auto, Auto, Auto. Okay, gerade gemeckert und gelästert, wenn man es selbst nicht besser. Wir fahren hier nach links. Links. Da wollte ich gerade durchfahren. Ich dachte, ich kann irgendwo hochspringen. Ui, zum Glück nicht gemacht. Wäre total in die Hose gegangen und peinlich geworden. Ich hätte wieder im krummen Boden geschehen. Rot geworden, aber sieht ja keiner. Ich hätte es euch aber natürlich gesagt. Oh, da ist ein Flamingo oder nicht? Gefühlt kam mir nicht das erste Mal vorbei. Aber das hier vorher nicht gefunden habe, keine Ahnung. Ah. Sehr schön. Geschafft. 11.000 Punkte. So, wir gucken mal eben fix auf die Karte und wir hatten hier ein Rennen. 280, nochmal 18.000 Punkte. Ach, mei. Kurz ein bisschen groß machen. Ja, wird ein Stückchen fahren. Ach komm, wenn es einmal läuft, dann musst du machen. Und ich mache die Polizei nichts. Komm, mach, mach, mach. Ui, hatte ich gerade ein bisschen Angst. Aber wie weit das oder wie lange das dauert, bis wir da Stufe 5 erreicht haben, nervt. Und wenn wir da alles erfahren wollen, oh Gottes Willen, da brauchst du ja Nächte. Du fährst ja Stunden, bis du das Level hast. Das wird dann nervig. So, wenn wir das jetzt schaffen sollten, auf die 5 zu kriegen, oh mein Gott, da machen wir so einen Sprung, aber bis dahin ist es noch das Rennen. Mal schauen, wie es durchgeht. Oh, Auto.
dritte Folge irgendwas vorbei oder so ein Scheiß. Aber so ging es ganz gut. Tick langsam. Tick zu stark abgebremst. Nein, nicht ins Grüne fahren. Wir müssen erst so durchfahren. Können nicht nach unten abkürzen, das wird nichts, das ist ungünstig. Wow. Oh Gott, wo fahre ich denn lang? Ah, ich glaube, das hätten wir auch mitnehmen können. Aber egal, dann kommen wir nochmal später vorbei. Autsch. Da war ich gerade abgelenkt. Bin halt auch nur ein Mann. Multitasking, ich liege mein Naturell. Hallo Polizei. Ja. Stehe ich total drauf. War wusch, wechsel mal. Oh, Scheiße. Ich habe euch erspart, selbst Nagelbänder auslegen zu müssen. Ihr könnt euch ja später dafür bedanken. War das gerade der Untergang? Zum Glück haben wir keinen. Vor allen Dingen da, wo die Nagelbänder liegen, kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, nicht mal die Bohne. So, wir machen erstmal das Rennen. Freuen uns. Oh, Hilfe! Trau mich? Kenne ich nichts? Ach, ich wollte eigentlich langfahren, aber egal. Was? Wer ist das denn? Wie sollst du denn da Stufe 5 schaffen oder gar noch höher kommen? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wir haben aber bald Stufe 5. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier schaffe, da freue ich mich riesig. Okay, sieh dich vor. Die Cops fahren jetzt alles auf, was sie haben. Echt? Okay. Hier 710, wir sind jetzt von dem Zielfahrzeug. Wir haben die Zielperson jetzt. What the fuck? Was war denn das? Ich mag Stufe 5 nicht und alles, was darunter ist. Von 4 Cops werden wir gejagt, aber wir sind so beliebt. Na, ich nicht. Wow, fuck. Wie fahre ich denn, bitte schön? Ich muss einen Start zulegen, um mit uns hier vorne mithalten zu können.
befehlen, sie sollen sich in Bewegung setzen. Hochgerüstete Streifenwagen sind jetzt im Einsatz. Was soll denn das, bitteschön? Okay, also wenn Romeo kommt, der rammt uns total. Ja, freu dich doch mal bitte. Boah, Hilfe, Hilfe, wie fahre ich denn bitte schön? Einfach mal gerade ausfahren, wäre wunderbar einfach. Ich weiß nicht, wie das Reparaturteil-Kit läuft. What the fuck? Was ist denn das jetzt? Wir haben so einen scheiß Okay. Oh. So ein Mist. Wann bringt uns denn das Teil was? Da kann ich auch irgendwie ein bisschen was anderes machen. Oh, noch Stufe 31. Oh, fast 32. Wir hätten so viel haben können. Hätte ich mal aufgehört. Hey, sei froh, dass ich hier keine anderen Kunden habe. Das war eine Menge Arbeit. Sehr schön. Okay. Traurig. Ach, habe ich den noch Pro drin? Ha. Ach, Turbolader? Oh mein Gott. Warum habe ich den schon eingebaut? Den habe ich, glaube ich, schon sehr oft und sehr lange. Hier geht es nichts weiter. Oder? Nein. Hier. Nun. Hier. Buche ich sehr oft durch, aber Reifen wird es noch geben auf Stufe 35. Man könnte sie auch fast benutzen. Dummerweise wurde ich erwischt. Hier hinten noch was? Super. Wie setzt sich das ein? Was haben wir denn noch? Was hat man da? Ach. Aber, oh mein Gott, wir hatten so viel Geld und jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel. Schau du. Ohohoho, das ist ja schick.
wechseln mal kurz den Wagen. Und wir schauen nochmal nach. Nein, 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 nein. Ja, der. Ob wir hier irgendwas verbauen können und ob das denn leistungstechnisch was bringt. Das muss doch mal irgendwas gut sein, was wir hier alles so haben. Aber das ist wieder so ein Haufen Geld, wo du denkst, oh, bringt das was? Was habe ich denn hier? Ach so, ein Turbolader. 14, der wird dann sich natürlich komplett lohnen. Aber kostet auch Schweinegeld. Wir machen das nur so ein bisschen weiter. Verdienen ein bisschen Geld, machen dort und da ein bisschen Kackscheiß und setzen dann. Ja, gucken, wie weit wir so kommen. Wir schauen mal raus am Tag, wie es ausschaut, obwohl optisch hat sich ja nichts geändert. Genau, wir machen dann das nächste Mal weiter. Und das hat so gut angefangen, hätte ich mal aufgehört. So, das machen wir nicht dieses Mal, beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wir könnten auch ein bisschen driften, aber mit den Driftwagen fahre ich so echt sehr kacke. Also für Polizei und sowas ist das ungeeignet. Okay, wurden wir halt jetzt dreimal aufgesucht. Na gut, wir machen das nächste Mal weiter. Ich hoffe, dass es dann besser läuft. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Haben wir es jetzt? Dankeschön. Okay, wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, Däumchen und lasst das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Chris, bye.